Ja, Leute, willkommen zurück bei Tomb Raider Definitive Edition. Beim letzten Mal hatten wir hier aufgehört, Leute, und ja, ich weiß nicht, ob uns ein Kampf erwartet, aber mal schauen. Auf jeden Fall nehme ich alles mit, was ich finde. Ich will auch alles mitnehmen. Ansonsten, Leute, wünsche ich euch noch viel Spaß und abonnieren und bitte liken nicht vergessen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß und los geht's. Habe ich jetzt zweimal gesagt mit, ich wünsche euch noch viel Spaß? Ja. Egal. So, weiter geht's. Yo. Ach, ich erinnere mich. Ja, hier sind noch Sachen. Ich weiß. Da oben muss ich noch hin. Das mache ich mal eben. Holen wir uns die Schatzkarte, damit ich dann die Sachen schneller finden kann. Ich habe da schon was gesehen. Ja, Leute, ich habe da schon was gesehen, aber ich hole die Schatzkarte trotzdem, komm. So, da ist die. Da ist noch die Kiste. Ja. Die Reliquie. Wo ist sie denn? Oh, da ist ein Reliquie. Okay. So, erstmal die Kiste. Jo, wir haben bald alles, Leute. Wir haben bald alles. Ich brauche noch, wir brauchen 130. Brauche ich noch. Von den Bergen ist gut. Dann habe ich alles. So, da war ein Dokument, habe ich gerade gesehen. Und hier auch. Oder war das das? Es musste getan werden. Lara ließ mir keine Wahl. Hätte ich geglaubt, sie würde mitspielen, hätte ich sie eingeweiht. Aber ihr fehlt für dieses Geschäft die Härte. Sie ist nicht skrupellos genug. Und diese Entdeckung muss mir gehören. Ich habe die Grenze überschritten. Mein guter Ruf wäre dahin. Also gut, es tut mir leid, aber sie darf die Insel nicht verlassen. Die anderen auch nicht. Und was immer mit Sam passiert, macht die ganze Geschichte noch sensationeller. Mit Matthias oder seinen Solari kann man nicht reden, also muss ich mich nach Abschluss des Rituals schnellstmöglich absetzen. Ich bin der perfekte, einzige Überlebende und kehre dann mit den Behörden zurück, mit Kameras und einer angemessen überzeugenden Trauer. Der Typ, naja, ich höre, der denkt nur an sich selbst, merkt man schon. Da steht das schon, Whitman, du Narr. Am Ende ist dein Ehrgeiz mit dir durchgegangen. Das stimmt. So. Das war das Tagebuch von dem. Ich glaube, das ist jetzt Ende. So, hier war noch was. Ich kenne ähnliche Artefakte aus Ban Chang in Thailand. Wie kommt das hier bis nach Yamatai? Ja. Würde ich mich auffragen, würde ich sagen, aber. Aber schon der Name, Yamatai. Natürlich kommt das dann bestimmt hier hin. Keine Ahnung, Lara. So, bitte nichts vergessen. Da drüben ist noch ein Dokument, den darf ich nicht verpassen gleich. So, fangen wir dann an, ne? Erst muss das hier hoch, glaube ich. Mal schauen. Ich hoffe, wir sind richtig im Weg. Ja. Das war richtig. Dann der andere. Yo, das geht wieder zu, hä? Muss ich mich dann beeilen oder was? Irgendwas war hier, ne? Habe ich jetzt wieder vergessen. Das geht schnell runter. Lara, beeil dich. Hä? Jetzt bleibt das hängen. Hä, warum ist das wieder runtergegangen gerade? Egal, aber auf jeden Fall tue ich das mal. Erstmal mache ich das mal hier zu. Ist besser. So. Erstmal zumachen da drüben. Und dann können wir jetzt starten. Was wir auch vorhaben. So. Nee, Feuer brauchen wir nicht, Lara.
Alter. Ja, hat geklappt. Ich muss irgendwie da raufkommen. Ich weiß auch wie. Das muss wieder runter. Ach so, wir müssen aber... Ja. Das muss wieder Dings sich bewegen. Also schwingen muss das, damit wir dann rüberkommen, ne? Ich weiß nicht, ob die Höhe jetzt richtig ist. Aber ich hoffe, wenn nicht, Pech gehabt. Dann machen wir das nochmal. So, von hier... Keine Ahnung, ich versuch's. Den Sprung schaffe ich. Ja, der Sprung war auch leicht, ne, Lara? Ich hab das gut gemacht. Jo. Die Sonnenköniginnen. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du, Himiko. Erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Ja. Aber du kriegst sie nicht. Du kriegst sie nicht. Sam, ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bringen. Oh, sorry. Oh nein. Jetzt muss ich das suchen, ne? Ich Idiot, ey. So, wo war das? Scheiße. Was habe ich jetzt gemacht? Ich glaube, ich finde das jetzt nicht mehr, ne? Das? Das Gebet, das ich bei dem General gefunden habe, sagt, dass eine Seele... Ne, das hatten wir schon. Das auch. Ja, sorry, Leute. Ich glaube... Ja. Scheiß drauf. Ja, ich wollte nachschauen, wo das ist, ne? Da ist das. Egal. Das lasse ich sowieso nicht zu, sagt sie, ja. Ich habe keine Wahl mehr. Mein Schicksal wartet. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht Königin. Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer, bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mein Tun durchschaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen würden, muss ich sterben. Ja, sie opfert sich, ne? Und ich glaube, ich habe alles schon gesammelt. So, aber trotzdem nachschauen. Da haben wir noch was. Jo. Da drüben ist das, aber... Wie kommen wir da hin? Von hier, ne? Und was haben wir denn eigentlich da? Ah, das ist der Rückweg, oder? Ja, egal. Komm, weiter geht's. Eine Kiste. Boah, das war lange mal
Zeit, also das wird mal auch Zeit, dass wir eine Kiste finden, besser gesagt, ne? Ich habe lange nicht mal eine Kiste gefunden, das wollte ich sagen. Da ist die nächste. Oh, da ist das. Kein Zurück mehr. Heilige Passage. Ja, schade, ne? Weil mir fehlen noch ein paar Kisten. Den Upgrade kann ich immer noch nicht machen. Ah, Fähigkeitspunkt. Den letzten. Eine Satsuma-Porzellanvase. Wahrscheinlich frühe Edo-Periode. Boah, die Vase ist aber richtig geil. Die anderen waren voll hässlich. Oh. Schöne Dings, Verzierung. Ich wollte schon Markierung sagen. So, schade, mir fehlt noch 100. Egal. So, 100, 100 und 100. Wir haben alles. So, ich würde gerne zurückgehen und sammeln, damit wir dann 650 haben. Aber egal, Leute. Die bekomme ich irgendwann wieder. Irgendwann bekomme ich die safe, dass wir dann 650 haben. Und ich denke, okay, hier kommt jetzt kein Schnellreiselager mehr. Das ist das letzte. Das merkt man schon, dass das schon steht. Kein Zurück mehr. Aber so normale Lagern werden bestimmt noch kommen. Deswegen weiter geht's. Sikukurat der Königin. Sikukurat. Ach so, ist das Siki. Sikukurat, Leute. Yo. Heftig. Ja, das Finale erwartet uns, Leute. Es ist nicht mehr lange. Ich merke das schon, weil ich kenne das schon hier, ne? Also beim nächsten Part ist, glaube ich, das Finale kommt dann. Nein, nein, bitte! Lava! Warum tun Sie das, Matthias? Denkst du wirklich, du bist hier die Heldin, Lara? Bei mir ging es immer nur ums Überleben. Wie viele Leben hast du aus gleichem Grund genommen? Hier gibt es keine Helden. Nur Überleben. Himiko ist sehr gefährlich, Matthias. Sie ist zornig und rachsüchtig und sie hat große Macht. Eine Sterbliche für eine Königin? Ein guter Preis für die Freiheit, wie ich finde. Alter, ist das laut, ne? Safe ist das laut. So, da lang. Aber es schaut trotzdem nach. Weil ich will nichts verpassen mit Kisten, ne? Damit wir dann 650 haben. Wäre uns gut. Ich dachte die ganze Zeit 650, aber... So, das EP nur. Boah, zwickt an, ne? Ist auch mega laut. So, jetzt runter oder hoch? Ah, ich glaube hoch. Deswegen mache ich den noch richtig hoch hier. Lara, mach's mal bitte. Ich glaube, ich muss erstmal hier aufmachen, ne?
Aber ich sehe hier gerade nichts. Ja, dann machen wir das, komm. Ja, geht nicht. Vielleicht von hier aus? Wieso funktioniert das nicht? Vielleicht mache ich was falsch. Warum nicht? Ich wollte schon sagen, ey. Komisch war das jetzt gerade. Ne, Leute? Das war wirklich komisch. Warum das nicht ging, verstehe ich jetzt wirklich nicht mehr. Ich hoffe, das ist jetzt richtig, nicht, dass hier noch was war. Alter! So, wohin jetzt? Ich will jetzt nicht woanders hinspringen, ne? Deswegen... Lara, schaffst du das überhaupt dahin? Ich weiß nicht, Leute, ob die das schafft. Oh Mann, hierhin vielleicht. Nee. Okay, hier habe ich das vergessen. Vielleicht ist das oben gewesen. Ich schau mal, komm. Da finde ich das jetzt. Alter, schon wieder. So, jetzt nicht mehr runter. So, wo lang? Okay, wir sollen nach oben, okay. Aber wohin muss ich springen? Das ist jetzt wichtig. Dahin? Oh Mann, Alter. Lara, Vorsicht! Die Mistkerle kommen in deine Richtung. Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten. Danke, Reyes. Geh zum Boot. Wenn ich nicht zurückkomme. Wir werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. Ja, jetzt ist sie wieder anders, ne, die Reyes. Ja, wie gesagt. Finale kommt. Spoiler, Finale. So, wir müssen runter, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, die hat mich gedrückt. Obwohl ich zweimal viel gedrückt habe. Zikukurat. Vorraum, Leute. Ich hoffe, ich sprich das richtig aus. So, kein Tagebuch mehr, Lara. Ich weiß nicht, ob ich weitermachen soll. Weil es ist nicht mehr lange, Leute. Deswegen. Aber komm, ich mach schon ein bisschen noch. Weil ich will auch nicht, dass der jetzt... Dieser Part jetzt kurz wird und der andere dann viel zu lang. Das will ich jetzt auch nicht, Leute. Deswegen. Ach, hier hin. Oh Mann. Oh nein, ich kenne das schon hier. Alter, heftig. Thank you.
Strömt hinein und nehmt euch dieser menschlichen Hülle an. Strömt hinein und werdet wiedergeboren. Strömt hinein und erwachen! Alter. Oh Gott, Leute, das ist die Finale. Ja, dann machen wir ein langes Part raus. Ich bin soweit. Ja, ich habe schon gewusst, dass sie Fails haben, aber krass, dass wir in die Finale kommen, ne? Hätte ich nicht erwartet, Leute. Also, ich wusste schon, dass die Finale kommt, aber nicht so schnell. Jo, ich pass wieder nicht auf. Nur weil ich die Idioten hier sammeln will, deswegen. Ach so, von hier aus geht nicht. Yo! Achso, der ist tot. So geht's auch. Jetzt habe ich mehr als 600, aber trotzdem Probleme, ne? Alter.
Alter. Stirb doch einfach. Ja, Lara, daneben schießen. Perfekt. Willkommen, Sam. Wieder so ein Momentum mit Dreieck wieder. Autsch! Alter, wir sind fast gestorben. Alter! Jo! Stirb doch einfach! Ey, wieso stirbt der nicht, Mann? Oh, der hat mich. Da stand ich mich am Sterben. Komm jetzt, dicker Shit. Komm her. Machst du mal das Gleiche? Komm jetzt. Hey, ich hab den noch abgeschossen. Alter. Dieses Spiel manchmal, ne? Dieses Spiel, Leute. Ey, das will mich doch komplett verarschen jetzt. Egal. Jo, der hat mich. Ja, komm, Leute, das war richtig. Okay, ich mach das jetzt mal. Leute, ich hatte den schon. Wir hatten ihn schon, aber das Spiel. Boah, diesmal mach ich das nicht. Dieser Fettsack hat mich richtig verarscht, ey. Warte mal. Wer soll mir in sein Gesicht schießen? Yo, der hat mich und seinen Kollegen getötet. Na endlich. Stirb! Stirb, du Hässler!
Oh Mann, Leute, ey. Ich muss hier ganz auf dein Gesicht schießen. Na, egal. So. 800. Ich nehme dich trotzdem mit, komm. Wir kommen ins Finale, Leute. Ich hätte das nicht gewusst, Leute. Sorry dafür. Ich hätte nicht erwartet, dass das Finale jetzt kommt. Aber egal. Viel Spaß mit der Finale, Leute. Matthias. Alter, Faust von Matthias. Ja, eigentlich mit zwei Pistolen, wie man Tomb Raider kennt. Stirb! Weg mit dir, du Abschaum. Himiko, jetzt bist du dran. Alter! Brenn! Und weg ist die. Sam. Oh, Sam. Gott sei Dank. Lara, was ist passiert? Ich bin da. Du bist sicher. Alles gut. Alles gut. Du hast mich befreit. Ich hab's gewusst. So wie versprochen, bringen wir dich nach Hause. Krass. Also, gleich kommt mein Fazit. Da ist Lara! Sie hat Sam! Geschafft. Ihr wird es bald besser gehen. Was ist dort passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nichts wie weg von hier. Ja, mit vier Leuten, Leute. Mit wie vielen sind wir gekommen und mit wie vielen Leuten haben wir überlebt? Ich war so blind, so naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Brauchen Sie was?
keine Ahnung, was sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich ihre Wunden und ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja, wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht nach Hause. Ja, noch nicht nach Hause, Leute. Weil beim zweiten Teil geht's weiter. A Survivor is Born. Ja, geschafft. Das war's mit dem Let's Play, das war's mit dem Projekt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, Leute. Jetzt kommt mein Fazit zu diesem Spiel. Es ist richtig geil und brillant gemacht. Da sind die Entwickler. Ja, der Producer, der Kreativproducer, Head of Studios. Da seht ihr alles. Ansonsten, Leute, es hat wirklich Spaß gemacht. Okay, ich könnte das auch auf schwer spielen. Ich habe gemerkt, dass das Spiel schon etwas zu, zu leicht ist. Ja, Leute, ich habe mir das nicht anvertraut, weil ich habe das lange nicht mehr gespielt. Deswegen habe ich gesagt, ich spiele das lieber normal. Deswegen. Ansonsten, ja. Schön, dass ihr dabei wart, Leute. Schön, dass ihr mich immer unterstützt, manchmal. Manchmal, ja. Ja, es hat Spaß gemacht mit euch, dieses Spiel. Und ich hoffe, ihr seid auch bei meinen anderen Projekten auch dabei. Hoffe ich mal. Und den nächsten Teil, da geht's weiter mit der Geschichte. Aber den werden wir noch nicht spielen. Weil ich mache eine kurze Pause mit Tomb Raider. Danach machen wir dann weiter. Ich will auch andere Projekte noch beginnen. Deswegen. Ansonsten, ich hoffe, ihr hattet Spaß, Leute. Ich wünsche euch, also dann ist das nicht mehr Weihnachten. Aber trotzdem, ich nehme das ja, ich habe das schon vorproduziert. Deswegen, ja. Ansonsten, Leute, wir sehen uns dann bei meinen nächsten Projekten dann wieder. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Das war's dann mit dem Let's Play. Das war's mit dem Projekt. Wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Tomb Raider Definitive Edition. Und ich lasse euch jetzt alleine mit den Credits. Ciao, Leute. Komm, ich hab mir anders überlegt. Die Credits dauern viel zu lange. Können wir nicht? So. Glückwunsch, Sie haben die Geschichte abgeschlossen und 93% des Gesamtspiels gemeistert. Sie können jetzt mit weiter auf die Insel zurückkehren und sämtliche unerledigten Aktivitäten abzuschließen. So, ich habe schon Tschüss gesagt, Leute, aber jetzt sage ich nochmal Ciao, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part, also nächsten Part sage ich schon, bei meinen nächsten Projekten dann wieder. Ciao, Leute.